Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Karte für den Marsch. Wir versorgen noch die Kühe im ersten Stall. Ja, das hat nicht ganz geklappt mit dem Kurs hier. Weiß ich noch nicht, aktuell nicht genau warum. Da muss ich mal testen nebenbei. Wir machen erstmal alleine. Wahrscheinlich ja, muss ich mal schauen, dass ich das separat einfahre. Zur Not über Cosplay. Aber da muss ich ein bisschen testen. Das ist mal so. Kann ich hier in den Folgen nicht so machen, da wird zu viel Zeit drauf gehen. Gut, die ersten sind versorgt. Dann machen wir gleich Wasser. Weil wir gerade hier vorne sind, ne? Ne. Bisschen zu eng hier. So. Dann läuft nur alleine. Das ist gut. Brauchen wir nicht fahren, ne? Brauchen wir auch kein Kursfläche für, ne? Und Wasser, das gehört ja zum Stall dazu, wie, weiß ich was. Wie zu Hause die Badewanne, ne? Oder Dusche, ne? Keiner wird sich jetzt im Wasser deswegen einen Wasserwagen holen, ne? Also die Tiere haben schon Wasser, die brauchen ja viel. Und gerade die Milchkühe, da muss man denken, dass man entsprechend, dass die viel. Na, mal gleich gucken, ob die Ernte schon reif ist. Das wäre nämlich der Super-GAU. Das ist grün. Das ist Gras. Wachstum ist noch da, also grün. Also heute haben wir keinen Stress. Und alles? Gut, die Kälber brauchen nicht so viel. Stroh haben sie gekriegt. Dann fahren wir den Rest jetzt. Wasser dann ganz kurz. Dann machen wir gleich Wasser. Dann haben die jetzt Stroh und Mischfutter fertig. Und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir den Rest Mischfutter ins Lager reinkippen und den gleich aus dem Lager werden wir dann gleich mal das Schweinefutter rausnehmen und dann die Schweine versorgen. Aber erst müssen wir Schweine putzen. Längerfristig gesehen will ich mir von diesem Stall noch einen zweiten dazu bauen, die vier kleinen wegnehmen, weil das ist dann irgendwie besser, wenn wir nur einen Stall versorgen müssen, ne? Und nicht zwei oder vier. Zwei auf jeden Fall, aber nicht halt die vier, ne? Aktuell sind es ja fünf Ställe und das macht ja, naja, muss ja alles gemacht werden, ne? Und bei zwei ist das ein bisschen besser. Müssen wir gleich putzen und gleich rüberfahren. Das kommt ja auch noch hinzu, dann kommen zwei nebeneinander und dann ist es gut. Muss ich mal schauen, dass wir das irgendwann umgebaut kriegen. Das heißt, dass da hinten kommt ein großer hin, da kommt die hier weg und wahrscheinlich kommt dann hier der eine auch noch weg. Und sobald wir flüssig sind. Silage ist gut. Heu haben wir auch, da können wir Futter machen. Also Futter herstellen lassen, ne? Ja, die Krähen sind immer noch da, ne? Hier ist doch gar nichts. Na, vielleicht mal Würmer, Käfer. Ist gerade schon wieder mehrreif. Wahnsinn, sieht so aus, ne? Ja, das mal will ich warten. Ja, die Tiere müssen wir machen. Das mal will ich warten, bis es zumindest Gras. Ja, das ist mehrreif, ist sehr gelb, aber gut, Heu habe ich runtergeholt. Ja, Heu war ganz schön knapp, also von der Zeit her. Also bei drei Tagen ist es irgendwie ungünstig. Also wer
Am besten ist mit 6 Tagen, da kann man sagen, okay, da kommt man zurecht, aber mit 3 Tagen kommt alles irgendwie so schnell, ne? Da wird so eng mit Düngen und mit allem drum dran, da wird ein bisschen, naja, ungut sehen, ne? Und so Hopfen wächst auch schön, der noch gedüngt werden muss. Ich glaube ja. Also machen wir die Tiere bei dem machen, ist ja auch nichts. So. Ich weiß, dass der erste Stall meistens immer Dreck ist. Und den werden wir ranfahren. Ja, wie gesagt. Ich sehe nichts. Einmal gefüttert, ne? Das ist ja das Futter von der Schweine. Von daher ist es noch recht günstig, dass man das gleich da liegen lassen können. So, haben wir hier sauber. Hier sauber. Gleich den nächsten Stall gucken. Sauber. Die brauchen nicht mal aussteigen. So, gleich hier auch nach. Oh, hier ist Mist. Hier haben sie Mist gemacht. So. Wunderbar Ding. War zwar nicht viel, aber muss ja gemacht werden, ne? Nutzt ja auch nichts. Zumal die Schweine sahen aber irgendwie rot aus. Ich bin ein HDR, deswegen ist das so. Oh. So. Jo. Auch gleich versorgt, das ist gut. Dann wird man gleich mal Wasser geben. Das sieht zwar komisch aus, aber ist ja kein Problem. Ich meine, Wasser wäre nicht das ganze Problem. Das würde ja auch zur Not auch bei Notpumpe funktionieren. Über Seasons. Gibt ja die eine Pumpe hier links. Und damit kann man die Tiere. Oh, das sind dicke Boffibas. Also wird ja zur Not bei 15% unterschritten wird, aktiviert die Pumpe sich automatisch und füllt den Druck immer voll, also immer was drin ist. Und das erwarte ich eigentlich eigentlich als Standard hier auf der gerade allgemein im LS, dass die Stelle im Prinzip Wasseranschluss haben. Dafür sind sicherlich Betriebskosten fällig, kein Thema. Ist ja real auch so, ne? Zumindest kann man erwarten, ein Komplex, dass da entsprechend eine Pumpe vorhanden ist, ein Grundwasser. Damit die Tiere entsprechend mit frischem Wasser versorgt werden. Und das Wasser ist ja eigentlich, aber normalerweise haben die alle, wenn mehrere Gebäude in der Nähe sind, zentral angeschlossen.
Da habt ihr das Wasserwerk und dann aufbereitet und dann wird es entsprechend sauber geliefert. Wildtiere würden vielleicht mit dem Wasser aus dem Graben klarkommen, aber Haustiere sind, glaube ich, auch nicht mehr so gut geeignet für Bakterien und andere Krankheitserreger, die man dann einfangen könnten. Ist ja nicht gerade günstig. So, jetzt haben wir das Stroh, die Mischfutter in der Fabrik reinfahren, dann nicht verrückt, in der Lattenslager und dann werden wir gleich mit Futter losdüsen. Alle vier Ställe versorgen. Siehste, sauber ist nun alles. Gibt's denn ja gleich Futter. Ja, das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Ob es daran liegt, dass so viel Futter rauskruppeln kann. So, das kippen wir rein. Muss ich mal den Kalk noch reinschieben hier. Bei Gelegenheit. Steht mir am Weg. Am besten mit Autolot aufladen und dann hier reinstellen. Das wird gut funktionieren. Ich habe mir so ein neues Pack aufgenommen für. Neues Pack. Also hier. Dieses. Die haben alle Autolot, kann man sich aussuchen. Zum Beispiel, ne, das kann man sich entsprechend farblich gestalten. Aufbau, mal zum Beispiel jetzt hier, kann man sich aussuchen für Reifen, ne, also oder für zum Beispiel dann die Reifen entsprechend. Hier Aufbau, ne. Hier Zugmaul hinten dran, kann man entsprechend ein zwei Hänger transportieren kann, ne? Hier die Leuchten hier zum Beispiel, das ist der Ballenaufsatz, ne? Das wird ja nicht passen, aber optisch gesehen geht immer Ballen, ne? Ach, sehr logisch. Und jetzt hier zum Beispiel da vorne das ist. Und der andere da, das passt schon so. Ne? Oder das wäre so ein Anhänger. Drei Achse, ganz entsprechend. Ne? Oder hier zwei Achse. Hier mit starren Dings, damit mit fester an und hier mit Deichsel. Oder hier den großen für LKW. Ne? Der kann. Zwei Achsen oder drei Achsen, ne? Kann sich jeder aussuchen, ne? Und der kann auch ein Zugmaul haben, da kann man sich theoretisch zwei fahren, ne? Und dann geht das gleiche auch mit Zugmaul. Entschuldigung. Und Umleuchte, ne? Oder hier Unterfahrschutz. Ne? Oder hier drei Achsen, Zugmaul, Version. Und so kann man sagen, okay, da kannst du was transportieren, ne? Paletten und so, ne? Da kaufen wir jetzt nicht. Aber das habe ich jetzt neu. So, wir haben ausgekippt, jetzt wollen wir entsprechend Schweinefutter einladen. Kommen wir jetzt so rum. Oh, Düngersteuer war noch bei, sehe ich gerade. Das heißt, der wird nächstes machen müssen. Aber war was gewesen, ne? Düngen, ne? Da machen wir Tiere, Mischration nicht. Schweinefutter. So, wird auch knapp. Jetzt immer der Rest, was vom gekauft übrig geblieben ist, immer den Hänger brauchen, ne? Also. Normalerweise kannst du noch einen Hänger stehen lassen, aber dann haben wir gedacht, in dem Falle machst du das nicht, da machst du halt das anders, ne? Das
fahren wir mal gleich los. Im ersten Stall. So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und ciao ciao. Ne? Ja, man sieht sich dann vielleicht jo, morgen zur nächsten Folge. Da machen wir den Rest Schweine fertig. Gleich hier vorne fangen wir jetzt an. Das heißt, die werden mal gleich Wasser geben. Oh. Das mal abkippen. Dann sagen wir nochmal tschüss. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Und schönen Dank fürs neuen Abonnenten. Ne? Falls ihr mal reinschaut. Dankeschön. Tschüss.